Die Bundesrepublik Deutschland erzielt das Anschluss. Ein Gewaltwurf von Erhard Wunderlich, Anschlusstreffer zum 6:7.
Szenen zum WM-Triumph von 78. Eingeleitet von Vlado Stenzel mit der so wichtigen Aufmunterung für den jungen Sepp Wunderlich. Peter. Es war auf jeden Fall eine Aufbruchstimmung zu dem Zeitpunkt. Die Stadt Gummersbach bekannt fast in aller Welt durch seine Handballer und die vielen Erfolge. Es war die Blütezeit des Jungen aus Augsburg, der unumstrittene Star in einer superstarken Mannschaft. Entscheidend bei Wunderlich die außerordentliche Sprung- und besonders Wurfkraft. 175 Kilometer pro Stunde sind einmal gemessen worden. Rekord. Sepp wieder mit der Nummer 9. Der Schnäuzer bei Wunderlich, übrigens ein Markenzeichen bei fast allen Gummersbacher. Nie war eine deutsche Handballmannschaft erfolgreicher als in diesem Jahr 1983. Unwiderstehlich und unvergleichlich. Die Cup-Spiele, echte Straßenfeger und immer wieder vor ausverkauftem Haus in der. Die Saison 82-83 war die mit Abstand erfolgreichste für Wunderlich und den VfL Gummersbach. Sämtliche Titel haben sie sich gegriffen. Der Kapitän einer Brand vorneweg und mit der Nummer 9 der Sepp. Deutscher Meister und Pokalsieger, Europameister der Vereine und die absolute Krönung, Europacup-Meistern aus Deutschland feiern können. Länderspiel gegen die GSSR 1982. Nach dem tragischen Unfall von Joachim Beckham muss Wunderlich sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft die Führungsrolle übernehmen. Aus Erhard ist mittlerweile Sepp geworden. Den Spitznamen haben ihm die Gummersbacher verpasst. Sepp wird zu Nummer 1 im halblinken Rückraum, auch bei Vlado. Auf dem Weg zum besten Handballer der Welt wirft er Tore in Serie im Dutzend und trifft dabei sogar mit links. Neben all dem Jubel aber auch Misserfolge. Die deutsche Mannschaft verpasst in diesem Jahr 82 die Olympia-Qualifikation. Das war sein Trainer, Vlado Stenzel, der Magier. Völlig überraschend gewinnt die deutsche Mannschaft das WM-Finale. ...20:19 gegen Russland. Er hat Wunderlich, der lange 2,04 Meter große Augsburger, zählte in Kopenhagen noch nicht zu den Stammspielern, aber hier entschied sich seine Zukunft. Wunderlich, mit gerade 21 fast der Jüngste. Hoffmann, Waldke, Rauer und Freisler. Namen, die auch nach 25 Jahren jedem Handballfan ein Begriff sind. Heiner Brandt. Hol doch mal einer den Joe, Mann! Der jetzige Bundestrainer hat seinen Joe Joachim Decker nicht vergessen. Siegerherr, Wunderlich, Freisler, Plüschpies, Decker und Heiner Brandt. Kopenhagen, der 5. Februar 1978. Diesen Tag werden sie niemals vergessen.